Herzlich willkommen zu diesem Rebroadcast von dem historischen Game Bone Doctors gegen 3D Max aus der UGC Liga. Season 2. Und ich bin gespannt und es ist auch sehr interessant, dass das erste Spiel auch direkt anscheinend mit einem Redraft stattfindet. All Pick. Von daher geht's jetzt schnell. Titaner, Sniper, Center Warner, Rurik und Lich auf der Seite von Bone Doctors. Also, sehr Sniper-zentriert. Rurik Lich werden nicht so viel roamen. Center Warner und Titan da beide. Vielleicht sogar ein Titan in der Mitte, werden wir hier sehen. Oder Sniper Mitte. Center wird gefarmt mit Aggressive Lane, Rurik oder Lich. Ist einiges möglich. Auf der Seite von 3D Max, die, doch relativ bekannt sind. Phantom Assassin, Magnus, Ogermagier und Silencer und X. Also ein Bild, der sehr auf PA rumgebaut ist. Vielleicht werden wir halt auch direkt die Cores in der Mitte sehen, Sniper gegen PA. Der durchaus vor. Leicht. Magnus auf der Offlane. Ogermagier Support oder entweder Silencer Carry oder Support. Je nachdem, was jetzt hier gepickt wird. Das ist ein. Oder eine. Sieht man immer noch nicht, okay. Aber macht nichts, dafür kann man springen. Und die Lay Krobulus, okay, also ein Silencer Support. Und eine Krobulus, die wahrscheinlich in die Mitte geht. Safe Lane farmenden Phantom Assassin. Mit einigem Support dazu, der nicht so dolle zum Rotieren ist. Dementsprechend werden es hier wahrscheinlich ganz Standard Lanes werden. Das von Bondoctus haben wir tatsächlich eine. Naja gut, erstmal in den Dschungel, was los ist. Wir sehen natürlich auch zu Waterlord schon, der schon unten ist. Da sind 3D Max fast noch nicht mal losgegangen. Hat schon ein Blocking Ward gestellt und einen sehr passiven, aber auch sehr aggressiven Ward, denn er sieht zum einen den Pull. Der eine, der kommen wird hier. Zum anderen. Ja, immerhin, wenn was passiert, die Rune wird nicht gesehen. Aber dadurch, dass immer eine Rune kommen wird. Kann er halt auch so hingehen. Ist halt nicht mehr so wichtig, wo die Rune ist, sondern Hauptsache so, dass man die Runen scoutet und dann doch testet. So. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Der D-Max will auf jeden Fall diese Bottom-Rune haben. Und bekommen sie auch. Ist eine Bounty-Rune. Und der Magnus hat tatsächlich die Top-Rune bekommen, was eine Illusion-Rune war. Schwer an drei Magnussen erkennen kann. Und dann haben Bornock das sogar gar keine Rune gefunden. Eine Rune für Titaner, ja, würde ihm mal Lasted helfen. Aber Carry Titaner. Aufgespannt, ob das funktionieren kann. Nicht so sicher, aber. Up in your face auf jeden Fall. Linker Smash eine frühe Ravage. Da durchaus erstmal Solo Ravages, um Leute zu killen. Einiges kommen. Auf der Bottom Lane sollte Center Warner relativ viel Harris bekommen. Ersten Last Word. Aber ansonsten, Killing Potential wird schwierig. In der Mitte, Lich Sniper gegen eine Krobulus. Krobulus wird relativ viel Damage bekommen. Aber der Sniper halt auch. Die Frage ist halt nur, wie weit Krobulus halt auch vorher schon einiges an Farm bekommt, damit sie dann nicht mehr so vulnerable ist, wenn der Lich dann halt Level 3 oder Level 4 ist und dann halt Damage raushaut. Auch sehr schön hier zu sehen, dass Seeker zurück. Sich ein bisschen zum Sacrifice zurückhält, solange bis halt wirklich die Krobulus weg ist. Off Range. Sie hat gar nichts davon bekommen. Toplane kann Magnus ein bisschen farmen. Aber das Gute an dieser Lane ist halt einfach, dass der Tidehunter ihn aushält. Tatsächlich erster Punkt hier in Gush geskillt. Daher wird er wahrscheinlich einfach Krankenschell skippen. Linker Smash Max Gush gehen und sehr schnell ein großes Killing Potential auspacken. Mit frühen Mana Boots. Kann er das vielleicht dann auch sustainen, aber das wird halt so das Ding sein, Mana zu bekommen, das halt dann wirklich zu sustainen. Die Last jetzt auf. Bei D-Max ist, ja, wer hätte es gedacht, bei einem relativ Pro-Team sehr gut dabei im Farmen und verpassen ja auch kaum Last Hits. Das ist die zweite Wave. Zweite Wave, neue Last Hits. Ist relativ gut dabei. Aber, ja gut, perfekt, weiß ich jetzt nicht. 11 sieht mir sehr, sehr. Ja, ich glaube, einen Lasted verpasst, also richtig gut dabei. Natürlich, aber der Center ist halt auch nicht so dolle im
Lass jetzt contesten. Ich finde hier eine Haste-Rune. Viel anderes. Ja, meine Double Damage hätte er vielleicht umgedreht, aber die Gruppe, das ist sowieso schneller als er. Da würde da nichts passieren. Kann er hier vielleicht ein bisschen mit der Haste aggressiv rein und ein paar Hits rausbringen. Ja. Tja, Magnus. Acht Last Hits auf dem Offlane-Magnus, was halt nicht so gut ist im Gegensatz zum Center, der wirklich bei Null ist. Daher läuft es halt relativ gut schon für 3D-Max. Lanes sind halt da. Silencer kann alleine harassen, beziehungsweise holt sich jetzt auch hier ein paar. Also holt sich einen Pull-Through, damit er halt auf die Levels kommt. Und er harassen kann. Und ja, Ogre-Magier kann ihn ja doch so schon. Kriegt ja einiges in Slow raus. Dementsprechend ist halt auch der Harris vorhanden. Einfach die Möglichkeit des Kills auch vorhanden. Skewer in den Tower zurück. Das ohne. Oh, Talak muss, sollte da aufpassen. Und. Das Katapult bringt auf 2 Leben. Das war knapp, aber es war auch ultra greedy, dass er da am Tower gestehen hat. Ich glaube, der hat sich ein bisschen überschätzt gerade. Der gute Zalok mit dem Tidehunter, so als ich bin Tanky Tidehunter. Ja, in dem Fall ohne Krakenschell macht der Tower richtig viel guten Schaden. Versucht hier raus zu TPen, mal kommt schon, und ist dann da ist. Der ist tatsächlich da, das sollte unser First Blood sein. Ist dann noch, aber ist sogar geblockt von der PA, von daher First Blood für Please Not a Da-Da-Da. Auf dem Silencer, der sich den Last Hit snackt, hatten sie anscheinend doch nicht genug Konzentration bzw. Sicherheit, um halt zu sagen, okay, der ist sowieso tot. Mit mir dazu ist Ogre-Magier, der sowieso nicht sterbbar ist, weil er ein starkes, ja, starker Support ist mit viel Stärke. Er stärker als Int, trotzdem natürlich ein Int-Support. Aber hätten sie halt durchaus für die PA draufhauen lassen. Hätte ein bisschen länger gedauert, aber. Kill auf der PA mit dem First Blood wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Also jetzt ein Silencer mit Early Boots kann natürlich auch schon was anfangen damit. Schauen, ob er jetzt Erz sollte auf der PA da. Ja, genau. Und er lässt sich auch schön mitgehören, um sich dann den Last Hit zu holen. Schön gemacht hier. Machen wir es ein bisschen low, um auf der Lane zu bleiben. Besonders wenn halt Gush gemaxed wird. Was in dem Sinne halt immer noch Level 2 nur ist. Aber durchaus nicht zu unterschätzen ist. Dass halt eigentlich halt gar nicht vom Titan da rauskommt. Die Warnocks zeigen hier so ein bisschen, dass wir Uphill Vision haben. Sonst hätte der Lich von unten den Kill hier hoch nicht machen können. Aber sehr, sehr knapp die Vision, von daher sollten sie es nicht finden. Sender Warnock wieder angemacht und PA ist tatsächlich da mit dem Stifling-Digger und holt sich auch noch den Kill. Da wäre er sogar tatsächlich noch weggegangen, wenn er halt wirklich weggegangen wäre. Da nicht gestunt hätte. Er hat versucht, irgendwie am Tower den Ogre-Magier zu halten, aber. Bisschen overextended da. Ah, die Death Prophet könnte hier ein Problem haben. Versuchen, Gripstorm. Oh, und schafft es tatsächlich, den down zu bekommen. Der Sniper kriegt keinen Return-Kill. Hat beide Seiten drauf gehofft, okay, Frostblast als erstes oder. Naja, Gripstorm als erstes. Aber 3:1 für 3D-Max. Hier. Ja, also zumindest die PA. Hat einen überragenden Last-Hits-Status. Geht hier auf jeden Fall ab. Und auch so mit 3-1. Alle Lanes laufen relativ gut. Also auch der Magnus ist jetzt natürlich einmal gestorben, aber er ist Level 5 nach 6 Minuten. Das ist super. Kriegt hier auch sogar noch einen Side-Pull hin. Die Lane wieder ein bisschen zu sich zu bekommen. Hat auch seine Bottle, ist jetzt erstmal gut, klar, einmal gestorben, aber als Offlane-Magnus kommt das halt durchaus mal vor. Und dagegen, gegen den Cent ist er auf jeden Fall super voraus. Der, ja, noch keine Boots hat, die auch erstmal in den Dschungel muss. Ja, Sniper wurde gegankt, hat hier den Ogre-Magier, aber nicht möglich, immer noch nicht Level 6. Und Death Prophet kommt zum zweiten Mal mit relativ low HP. Aber schön, Rotations auch von einem eher plumpen Ogre-Magier, zumindest vom Model her. Aber hat eine relativ hohe Range auf dem Ignite, kommt dann mit dem Fireblast dran. Kann er doch das Zyklon in der Waage sein, was es jetzt hier ist. 4:1 für 3D Max. PA wird wohl auf einen frühen Battle Fury gehen. Sieht sie danach aus, aber das ist halt auch natürlich der Plan. Mit Magnus die Leute zusammenziehen und dann im Battle Fury einmal reinkritten. Fallen alle um. Also definitiv Plan Rampage. Ist hier
Wunderbar auf dem Weg für 3D Max. Ja, weiter Skür, nein. Kein Mana für AP, aber nur ein kleiner Lift und Zalok auf dem Titan, da war so low, dass sie da nicht gesagt haben, wir gehen da rein oder so. Perseverance fern fertig, 7 Minuten. 7 Minuten ohne Midas, ohne Boots, aber gut. Boots brauchen wir auch nicht. Wenn eine PA ist hier sehr erfolgreich im Last Hit. Ja, es macht doch Spaß zuzugucken. 10 Last Hits vorne ist, vor dem Bone Doctor's Carry. Was halt für 8 Minuten richtig übel viel Unterschied ist. Was halt, ja, mit dem Assassin ist Level 6, weil er auf der Trilane war. Tidehunter dachte ich wäre Level 8, okay. Nevermind. Das war, glaube ich, der Sniper. Oh, auch nicht. Na gut, dann ignoriert das. Und wir gucken uns lieber an, was 3D Max mit diesem schönen Genki hinter macht. Ein weiteres Mal zur Waterlord auf dem Center Warner zu killen. Ah, okay, TPs kommen rein. Das wurde gerochen. Und der Ogre-Magier muss jetzt aufpassen. Ruby geht wahrscheinlich scouten. Finden hier den Ogre-Magier, Lift. Und Lich ist da, um das Ganze ein bisschen zu sandwichen. Silencer geht down, aber instant Crits kommen hier raus auf den Rubik. Natürlich richtig schnell stirbt. Aber Ogre-Magier geht jetzt down, Sniper ist auch TP'd. Vielleicht müsste es muss machen, dass sie da rauskommt. Aber gerade rechtzeitig Faceboots. Da kommen sie dann auf einmal absolut nicht mehr hinterher. Geht sogar noch the long way hier. War sicher. Versteckt sich hier. Und eventuell, wenn sie da reinkommen, könnte er hier den Sniper finden, genau. Der hier doch hofft, dass er wegkommt, aber ich glaube nicht mehr mit den Crits. Ein letzter Hit, ja. Stun ist draußen. Phantom Assassin könnte hier ein Problem bekommen und sollte down gehen. Sobald. Double Edge, ja. Und sogar das Lich-Ulti wurde benutzt. Killing Spree ist auf einmal für die Phantom Assassin raus. Und ja, das war einiges Gold, was da an den Center Warrunner ranging. 800 Gold auf der Offlane. Auf einmal ist er gar nicht mehr so weit weg von seinem Blick, Digga. Läuft schon relativ gut. Regen Rune auf Magnus. Der hier versucht, alles seinen Mana zu benutzen. Aber jetzt auf einmal nichts ist. Also richtig Glück, dass da kein Spell Steal auf dem Rubik online ist. Sonst hätte er die AP direkt abgegeben. Aber naja, immerhin die AP benutzen, für einen Kill zu bekommen, als irgendwie drauf sitzen zu bleiben. Ist natürlich auch nicht so. 7 zu 4 für 3D Max. Hier doch irgendwie ein sehr, sehr großes Tempo an den Berg legen. So direkt zu blicken. Ravage, oh, trifft nicht. Ganz bitter. Drums wurden auch noch gepoppt. Obwohl sie schon vorbeikommen. Zalok wird hier wahrscheinlich sterben. Er versucht es noch, Laste zu holen, schafft aber nicht. Death Prophet hingegen geht relativ low. Wenn sie da sich hätten konzentriert und auf die Death Prophet gehittet, hätten sie dieses schon vorher down bekommen. Aber PA und Kroblus gehen hier wieder down. Aber auch zum Preis vom Offlaner und vom Centaur. Aber ich glaube, es hat sich trotzdem für sie gelohnt. Und ob das dann mehr definitiv XP und World Change mehr bekommen. Naja, bei dir Max ist trotzdem auf jeden Fall noch im XP und im Networth relativ weit vorne. Denn die PA ist immer noch gut dabei. So, Top-Lane-Rotations kommen, aber keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Das sollte wahrscheinlich nur Support. Nein, Zalok übernimmt seine Lane und will jetzt hier auch mal wieder weiterfarmen. 2 Last-Sets, 3 Last-Sets hinter der PA. Jedoch jetzt 4 Last-Sets und so weiter und so fort. Da muss er ein bisschen hinterherlegen, aber natürlich weiß er das nicht. Und ja. Silencer hat hier ein kleines Problem, weil er da auf den Sniper trifft. Hups. Und geht da down. Easy Kill für den Sniper. Aber ja, sie hat keine Vision und es kam einfach ein bisschen ungut. Ja, Phantom Assassin legt weiter vor. Titan muss sich hier ein bisschen zurückziehen. Der Tower wird gepusht. Ist auch weiter im Dschungeln. Müssen sie gucken, ob sie den Tower. Nee, nein, aber ja. Waterlord macht's richtig, aber konnte sich nicht ganz beherrschen. Zieht hier doch den ersten Creep weg, da muss er ein bisschen warten. Ah, und jetzt Exorcism mit benutzt, damit das eben genau das, was jetzt passiert, nicht passiert. Nämlich, dass der Tower denied wird. Das sieht mit der Rotation soweit aus. Ah, die letzten Geister noch abwarten. Oh, das war knapp. Dieser eine Geist hier hätte durchaus noch ein bisschen was machen können. Aber hat funktioniert, auch wenn es ein bisschen knapp war.
Der eine Geist war da doch sehr, sehr weit. Und jetzt der nächste Tower, der versucht wird, vom D9 abzuhalten. Was ist dann? Aber nee, es reicht noch nicht. Aber geht down. Und jetzt wird, kommt doch von hinten der Ogre-Magier und besiegelt das Leben vom Sword-Lord. Nimmt doch noch den letzten Hit, weil es so schön ist. Und die PA sowieso schon genug Farben hat. Battle Fury ist way unterwegs und ist auch fertig jetzt. Eieieiei. Werden sie 12 Minuten Battle Fury? Das ist auch für ein Anti, wäre auch für ein Anti-Match nicht zu unterschätzen. Der Magnus ist noch nicht ganz online, würde sich richtig freuen, aber findet jetzt hier den Lich und einen kurzen Prozess mit ihm. Batz, batz, batz. Ende Gelände. Aber er hat die Ward und konnte da perfekt sein Screw-Up timen. Ah, knapp hinter dem Fireblast, aber Fever muss ja aufpassen. Brown Boots gegen Mana Boots. Von daher, oh, Stampede wird eingesetzt. Zu spät. Haben sie zu lange gewartet und gehen dann. Aber ein wunderschöner Ravage auf 4. Anchor Smash auf 3. Ravage, AP ist draußen, aber Sniper läuft Ham. Will eigentlich jetzt nicht sein Ulti benutzen. Hätte es auch nicht tun sollen. Nachhinein vielleicht, aber hat hier einen schönen Blink. Das passt ihm relativ gut zum Escapen. Und blinkt hier genau in das Skill rein. Das war nicht das, was er wollte und geht hier auch direkt down. Versucht hier noch den Magnus zu bekommen, aber hat leider seinen letzten Anchor Smash dafür verwendet. Hier den Magnus zu Anchor Smashen, sein letztes Mana, meine ich damit. Hätte sonst gaschen können. Aber Sniper räumt auf. Silence kommt zu spät. Und Triple Kill für Sotoma auf dem Sniper. Haben sie einiges auf dem Spiel rausbekommen. Naja, nicht das, sondern halt hier den schönes Swing im XP und ein bisschen was im Goldgrafen. Also auf jeden Fall die PA abhalten, da weiter zu farmen. Weil mit dem Battle Fury AP ab jetzt, ja, es ist vollkommen egal, ob das jetzt noch 20 Minuten, 10 Minuten oder 60 Minuten geht. Die Chance auf eine super AP und ein Crit mit der PA mit Battle Fury da rein ist halt jetzt, ab jetzt immer vorhanden. Und das besiegelt, also, ja, nicht ab jetzt, aber ich glaube, in 10 Minuten ist so langsam der Zeitpunkt gekommen, wenn er AP trifft, mit der PA da rein, dann ist es halt Instant Game für Born Doctors. Weil jeder, der in der AP steht, ist mit der Phantom Assassin einfach tot. Es sei denn, sie können das halt irgendwie schnell liften oder so, aber wird halt bis dahin BKB haben. Und dann ist halt die Zeit vorbei. Wieder schönes Skill von Tip, der hier aber seinen Anchor Smash rausbekommt. Ogre-Magier ist da. Die Frage ist, ob sie jetzt turnen können. Lich ist da. Schöne Multicast. Global Silence. Verhindert erstmal, dass sie machen können. Seeker sollte down gehen, ja. Und jetzt muss Stampede eingesetzt werden, um da schnell rauszukommen. Alter, würde da gerne irgendwie rein. Aber nichts möglich. Haben, ja, Global Silence für eine Stampede war es nicht wert, aber sie haben den Lich-Kill rausbekommen und können hier vielleicht den Tower pushen. Was es auf jeden Fall dann wert wird. Hin und her und hin und her. 14 zu 4 für 3D Max. Der Swing war extrem im letzten Fight. Aber jetzt ziehen sie wieder nach oben. Axis ist amused. 3D Max will den Tower auf jeden Fall haben. Glyphe wird auch von Born Doctors nicht benutzt. Vielleicht auch Angst, dass da Highground gehen könnten, wenn jetzt den Team Vibe kommt. Aber sollte eigentlich noch zu früh dafür sein. Haben uns auch erstmal abgewehrt. Vielleicht bei dem nächsten Swing an Ghosts, die hier auf den Tower pressen, wie jetzt. Die Glyphe verwenden, aber. Sie warten noch. Keep it steady. Centaur hatte 100 Gold sein Blinkdagger. Und wahrscheinlich hoffen sie, dass sie bis dahin noch deffen können. Problem ist, 100 Gold sind 1,5 Minuten und die haben sie definitiv nicht für den Tower. Aber Exorcism ist vorbei. Und 3D Max scattert wieder in der Weltgeschichte rum. Mit dem Kill kann er jetzt zurückgehen und hat seinen Blinkdagger fertig. Und ab dann beginnt so langsam das Midgame für Bone of Loss, wo sie fighten können. Ravage ist bis dahin ab. Und noch Mana. Und ups, jetzt haben sie hier einen Ogre-Magier gefunden mit der Ward. Und ja, ist ein easy Kill. Center Warner holt sich den Kill mit einem schönen Double Edge. Hat jetzt spätestens seinen Blinkdagger fertig. Invis Rune auf Magnus könnte ein super Kill werden oder eine super Ravage. Frage ist, ob sie da wirklich jetzt das versuchen wollen. Wenn das genügend sind hier mit 2 oder 3, die Ravage und Bound. Ah, aber nur einen bekommen. Ruig poppt instantly. Hätten sie da ein bisschen was besser gemacht, hätte es auf jeden Fall Double Kill gegeben. Und so konnten sie halt wirklich einfach nur turnen. Die A ist einfach in die Luft geflogen. Lich und Rubik. Ne, Rubik hat nichts mehr rausbekommen, aber es war halt wirklich. Es war halt leider das komplette Team dahinter. Hat schön gezeigt, dass jeder sofort stirbt in der AP.
aber war halt auch nicht genug. Auch interessant zu sehen, ist dann erstmal ohne Silencer und in keine Gefangenen macht direkt auf Ravage geblown für die eine Death Prophet. Denn das bedeutet unter anderem entweder einen T1 Tower oder einen einfacher Death für die Born Doctors hier auf dem T2 unten. Jetzt zumindest vom Lich oder und oder vom Rubik alleine gehalten werden kann. Und ja, wenn den T1 Tower hier holen, Glyph ist draußen, die PA ist jetzt auch wieder da. Sollte erstmal, ja, kann den Angriff zurückwerfen. Ready Max pusht weiter den Tower zu zweit hier. Piecen da, aber es sieht nicht nach einem Initiate aus. Genau, es wird einfach nur gedefft. Und beide Seiten sind wieder even. Jo. Waffenweise ist es jetzt tatsächlich so weit runter für die Born Doctors in Sachen XP. Die PA ist jetzt ein bisschen mal gestorben. Aber PA farmt halt immer noch, ja, sich die Seele aus dem Leib. Da krittet sich das Ganze zurecht. Mit dem Battle Fury geht das natürlich im Dschungel ganz schön einfach. Mal schauen, ja, das bleibt für die Supports. Wird doch nicht alles für die PA geworfen. Ist auf Weg zu ihrem BKB. Aber es dauert noch ein bisschen. Und dann, ja, beginnt die Zeit des Schmerzens für Born Doctors. Dann so eine PA, die man eben nicht schnell mal bursten kann. Denn da ist halt wirklich nichts vorhanden. Ah, der Smoke wurde nicht gesehen. Aber die PA ist da rein. Mit dem Blink rein könnte es eventuell auch so sein, dass sie da nicht gesehen haben, dass es gesmoked war. Frage ist nur, ob sie hier was bekommen. Sind beide nicht für die Initiation bekannt. Smoke wurde hier gebrochen, aber außerhalb der Vision. Wurde hier gebrochen. Und die Vision endet hier. Aber ja, mit dem Multicast. Es ist doch relativ offensichtlich, dass hier das gesamte Team irgendwie in den Wurz rumgeistert. Aber Death Prophet Split Push. Da müsste sich jetzt entscheiden, welchen Tower sie treffen. Ob überhaupt. Entscheiden sich für den Top Tower. Die Schächen versuchen sie. Aber Death Prophet ist relativ schnell. Hätte auch noch eine Oils gehabt und dann kommen sie einfach nicht hinterher. Und suddenly. Kurz sind T1-2 verteidigt, aber T1 fällt dafür. Können sie erstmal nichts machen. Zumindest beim zweiten Mal. Und tatsächlich haben sie lang genug gebraucht, dass Bond Doctors doch dahin kamen. Death Prophet ist hier. 1v1 gegen Tidehunter. Ist relativ ausgeglichen. Aber Bond Doctors müssen die Mitte deffen und könnten eventuell jetzt überrascht werden auf der Bottom Lane. Doch gut eingepusht wird, aber kein Commitment von beiden Seiten. Death Prophet ist hier, geht einfach mal sicher. Jetzt auf den Tidehunter und jetzt könnten sie das Ding turnen. Ja. Die A ist da, kein Anchor Smash. Hat relativ spät reagiert, aber. Und Stun. Nein. Wird nicht gemacht. Und schön gejuke von der PA. Hat sich da nicht kriegen lassen. Wäre kein Follow-up da gewesen, aber. Wäre nicht so schön, da gecatcht zu werden. 11k Leben ist auch nicht so viel, dass man da nicht durch Stun Double Edge und so auch relativ knapp gebracht werden könnte. Und es war auch immer noch die Chance für eine Ravage. Daher war sie da definitiv nicht komplett okay. So, Stampede ist used. Hab hier den Magnus gefunden. Aber Global Silence können nichts machen. Und locken ihn einfach, müssen ihn einfach nur zum Skrull zurückbewegen. Aber Blink in Ravage. Und das besiegt das Schicksal des Magnus. Ogre Magier sollte auch noch down gehen. Ja, Anchor Smash besiegt das Schicksal. Die Frage ist, kommen sie in Silencer? Und wenn ja, verlieren sie trotzdem dafür zwei Tower. Die Mitte Exorcism ist down. Oben die PA haut den Tower down. Dann müssen sie jetzt auf jeden Fall zurück. Jetzt ziehen sie das kürzere Ende des Trades. Wurden hier doch ein bisschen gebaitet. Drei Kills für zwei Tower ist es auf jeden Fall wert. Und sogar das Exorcism reicht noch für oben. Zwei T2 für zwei Supports und einen Offlaner. Das würde 3D Max auf jeden Fall noch ein paar Mal nehmen, den Trade. Da haben sie sich ein bisschen. Born Doctors wollen fighten, 3D Max halt gerade erstmal nicht so wirklich. Von daher war das halt gerade richtig gut für 3D Max. Wenn wir noch hier den Grafen sehen, die gleich wahrscheinlich relativ stark im Networth nach oben schießen. Wenn nicht, war es halt trotzdem ein Trade, der die Carries von 3D Max doch sehr bevorzugt hat. Networth. Ja, ist ein bisschen nach oben gegangen, aber tatsächlich nicht so viel, weil die Kills waren natürlich auch schon ein bisschen was wert. Mal
wahrscheinlich im Endeffekt 1000 Gold wert. Und 3k Gold gegen die Tower, das ist ungefähr das, was nach oben gegangen ist. Naja, Warshot ist eine Möglichkeit, mit PA auf jeden Fall. Mit Sniper. Tankigen Tidehunter auf jeden Fall auch. Aber so langsam scheint es halt für beide Seiten zu funktionieren, was sie wollen. Bornhooks wollen fighten, haben einen Tanky Tidehunter, der relativ schwierig down zu bekommen ist. Dahinter nur ein Sniper. Können die regagen? Oh, Frostbars auf beide. Bounced. Sehr schön. Kurier sollte vielleicht. Ja. Aber er lenkt sie so lange ab, dass sie da zurückgehen, aber auch wenn, mit Frostblast reicht noch nicht aus, um den Movement Speed von der Krobolus weit genug runter zu bringen, dass sie da können. Und ja, Bloodlust, Double Damage und Magnus Buff, EPA, will ich nicht reingeraten, besonders als Rubik oder sowas. Rubik oder Lich dürften hier relativ schnell in die Luft fliegen damit. Das ist richtig brutal. Der Cleave. Wir haben halt Percentage, wir haben 35% Cleave, einfach nur durch den Battle Fury. Und, naja, bis zu 50% Cleave. Dann noch. Ja. Waterlord will hier stompen, aber BKB auf der Phantom Assassins hat halt einfach alles keinen Sinn. Haben hier. Ja, Rubik war zu weit weg. Jetzt sind sie allerdings zu viert hier hinten und eventuell könnten sie da was machen. Sniper bei weg. Und ich glaube, Trady Max wird sich jetzt einfach umdrehen und sagen: Ja, zwei Kills, das reicht. Naja, Buyback ist da ein Problem. Tatsächlich. Umsonster Buyback. Das wirft die Bone Doctors hier noch weiter zurück. Besonders im Networth haben jetzt 3D Max doch 10k Lead vorne. Es sind nur die Tower, aber wenn es reicht, um das Spiel zu beenden, ist es auf jeden Fall genug. Ward hier sieht halt leider nichts. Sieht nicht ganz, dass sie da reingehen. Dann können sie da auch nicht contesten. Hätten Ravage verfügbar. Wenn wahrscheinlich genau jetzt kommen, wo der Roshan. Na, okay. Ziehen sich zurück, gehen auf jeden Fall sicher. Möglichkeit von Ravage ist da. Exorcism ist down, AP ist down. Global Silence ist down, da will man definitiv nicht fighten. Wenn das eventuell heißt, dass sie da Roshan aufgeben müssen. Aber ist noch reasonably strong, dass sie nicht so einfach bursten können. Besonders nicht mit dem Sniper und der will absolut nicht in die Pit rein. Also ein bisschen Standoff zwischen dem Roshan-Pit hier. Beide Seiten wollen sie das Ganze aufgeben lassen. Und ob das pusht die Toplane rein. Das freut sie. Mit dem Assassin ist jetzt drin. Mal schauen, es sieht aber nicht so aus, als ob sie da noch rechts reinkommen. Ist dann da, aber. Blink. Hat aber noch beides bekommen. Und jetzt ist auf einmal ein Centaur da drin. Stirbt. Im Nichts. Da kam Bondux nicht rechtzeitig rein. Ja, Lich Ulti bounced, aber sehr viele Engines. Frage ist, jetzt sind die Engines weg. Und auf einmal das Lich Ulti macht richtig viel. Aegis ist schon gepoppt. Der Trade ist bisher 2 zu 1. Und die Aegis. Aber eine wunderschöne AP. Und jetzt kommen die Crits, jetzt kommen die Crits. Oh, ein Crit. Eines Triple Kill für Benzi. Zalok lebt noch. Sniper wird versuchen, hier irgendwie Damage rauszuhauen. Hat hier noch. Ne, Frostlift ist schon weg. Und Crit, Ultra Kill für Benzi. Zalok stirbt im Hintergrund auf dem Genie Silencer. Das ist bitter. Und kompletter Teamwipe für Bone Doctors. Nach einem Buyback vom Sniper. Richtig übel. Den Gold Change ist krass. 2k Gold für 3D Max. Es ist aber nicht so viel, was viel wichtiger ist, dass sie jetzt hier Rex drauf bekommen sollten. Buyback Status. Tidehunter. Ohne Ravage. Ist halt nicht so viel. Die Strat. Ah, er hätte doch stunnen müssen. Dann hätte er den Kill bekommen. Bitter, 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 aber nur mal kurz. Bonk. Hat da nicht ganz gereicht. Wenn auch der Stun vielleicht nicht getroffen hätte. Was ja auch der Grund war, warum so Waterlord da wohl die Double Edge benutzt hat. Naja, die Strategie von 3D Max scheint ziemlich stark, ziemlich gut aufzugehen hier. Wir haben eine PA, die so fett ist, dass niemand halt gegen kann. So, das ist ein. Okay, wir haben zwei Leute, die PA buffen können: Bloodlust und das Double Edge. Empower. Dann haben wir den Silencer, der durch den Silencer halt quasi alles verhindert, was die PA sonst noch so kratzen könnte. Also hätte der Gegner einen Lich gepickt oder sowas, einen Bane, wäre dann ein Global Silence gewesen. Und zum einen haben wir einen Krobolus, die dafür sorgt, dass wir ab 15 Minuten oder ab 10 Minuten schon pushen können. Und nicht erst, wenn die PA fett ist, also im Late Game. Ziemlich gute Strategie und sie scheint halt definitiv auszugeben. Außerdem haben sie halt
Leute gepickt, die die PA buffen können, und Magnus ist halt noch ein bisschen mehr als ein Buff. Einiges. Ja, Zalok könnte hier ein Problem bekommen. Der richtige Engel für den Skewer fertig ist. Und es scheint... Oh, rechtzeitig geblinkt. War doch relativ knapp, aber kommt da raus. Invis-Rune ist jetzt vorbei. Und Redimax groupen hier wieder auf. Im Jungle übernehmen ein bisschen. Und warten auf... Ja, alle Ultis sind draußen. Von beiden Seiten. Von daher wird hier auf den Pickoff gewartet. Wahrscheinlich Aghanim ist jetzt schon für ein Ogre. Hat einiges an Stunts jetzt auf die Bühne zu bringen. 309 Mana für den Unrefined Blast. 309. Und auf dem Tooltip steht 279. Yeah. Super. Na gut. Bonnoctus versucht mit dem Smoke. Problem ist, sie müssen halt irgendjemand bekommen. Die Krobulus ist tatsächlich was, was sich lohnen würde. Das Problem ist aber... Ja. Ah. Hat den Stun evaded. Und das könnte Zeit... Ah. Okay, nevermind. Es bringt definitiv Zeit, aber nicht genug. Wir sind halt auf jeden Fall jetzt zurück, weil der Tower ist halt schon fast tot. Ups! One-Shot auf den Rubik. 1500 der Crit. Und ja, BKB an und weiter. Denn das Ganze... Oh, Crit auf dem Dagger. Das ist bitter. Sie ist jetzt den Pete benutzt, um rechtzeitig wegzukommen. Und hätte sie es gewollt, wäre sie dann noch besser weggekommen. Okay, Magnus ist totgebracht bekommen. Phantom Assassin, Sacred Relic, ist glaube ich kein Radiance, das ist halt die Möglichkeit auf dem Divine. Okay, so, jetzt ist auf einmal der Sniper hier, der halt schon wieder mittendrin ist und den Foster schon benutzt hat, um reinzukommen. Oh, relativ knapp, aber Ogre geht down, und zwar nicht ohne vorher extremen Damage auf den Sniper rauszuhauen. Er hat quasi einen Stun alle, wie viele Sekunden? Ja, alle 4 Sekunden, 3,5 Sekunden, wenn er sie nacheinander macht, ist einiges möglich. 1,5 Sekunden Stun nur, aber der Damage ist da schon einiges. 500 Damage schnell mal raushauen, mit Ignite zusammen, ist schon einiges. Und die Chance auf Multicast muss man natürlich nie vergessen. Ist einiges. Ja, nicht rechtzeitig weggekommen und jetzt, naja, sicher gegangen, TP, kein Bash mehr danach. Kein Coup de Gras. Und damit kommt er tatsächlich weg. Und auch Rubik schafft es sich, seine Hasher zu erwehren. Schönes Lift halt nach hinten und dann hatte die Krobulus auch nicht mehr, obwohl sie eine Double Damage Rune hatte. Aber ja, hier High Ground will man natürlich endlich auch nicht kommen. Haben wir den Magnus gefunden. Skewer ist nicht mehr da, von daher sollte er jetzt sterben. Die PA ist halt auch noch da. Aber. Die könnte eventuell wegkommen. Slow ist da. Kein TP. Und muss jetzt hier reinkommen. Wird wahrscheinlich sterben. Mal schauen, ob sie vorne Damage macht. Oh ja, das macht sie. Pff. Crit. Und eine schöne... Ja, den... Battle Fury Cleave macht den Ruig mal wieder down. Ruig muss beibecken. Kommt hier ran. Und easy kill für den Ogre-Magier. Der rumgesneakt ist. Das haben sie gesehen, aber... Sniper kam da nicht mehr weg. Jetzt wird gedived für Death Prophet. Aber ein bisschen tief. Ein bisschen sehr tief. Für nichts. Ein bisschen overcommitted. Aber nichtsdestotrotz. Bonnoctus haben tatsächlich hier relativ viel von bekommen. Ja, Gold von der Krobulus war doch einiges wert hier. Auch der XP-Graph ist. Also der XP ist halt immer noch jetzt wieder im Runtergehen. Und ist nicht so krass. Für Networth kriegen sie down. Aber doch immer noch keine Rex verloren. Ein Tower ist down. Und sie sind. Ja, technisch Kills vorne. Allerdings sehe ich immer noch 3D Max vorne. Wenn auch. Schöner Silence. Und jetzt die pinnen sie alle raus. Kommen da nicht mehr hinterher. Naja. Stampede für den Global Silence ist doch definitiv gut für die Bone Doctors, die Stampede edit, also sehr viel schneller wieder draußen haben, als der Global Silence, der doppelt so lange braucht. Oder sogar ein bisschen mehr. Abyssal Blade fertig für die PA. Hm. Ja, was ich eben sagen wollte war, der Punkt ist, 3D Max sehe ich weiterhin vorne. Sind noch gut dabei. Last Hits ohne Ende vorne. Somit sind auch definitiv die fetteren Helden dort.
Und wenn das Team, was eigentlich sonst schon vorne ist, immer noch diese Chance auf super AP und PA Crits mit Splash Damage bekommen, dann ist es halt so, eigentlich ist es ein Fallback. Mit so einer Combo kannst du zurück sein und trotzdem, wenn es gut läuft, halt wieder zurückkommen. Und jetzt ist halt das Team, was vorne ist, halt diese Combo-Möglichkeit. Sie haben Bonn und Samir noch weniger Chancen zurückzukommen. Einfach weil die Chance besteht, dass egal wie lange, wie gut sie dagegen halten, alle T1 Tower sind noch für 3D Max da. Das muss sich mal ja, klar werden, dass es halt doch alle Tower sind noch da. Death Prophet, schon wieder Stun Evaded. Das könnte sie diesmal retten. Der Damage ist ein bisschen da, aber es reicht halt nicht ganz. Und müssen halt hier zurück. Muss auf jeden Fall gucken, dass sie dann hier den nächsten Mal. Falls es hier nächstes Mal gibt, denn sie gerade sind Triple Kill auf der PA. Falls es drittes Mal gibt, müsst ihr aufpassen, dass er nicht vom Ult die ganze Zeit den Stun gebasht wird. Und ja, das sieht mir sehr nach einem Ultra-Kill aus für die PA. Und ich glaube, ein Invis-Tidehunter da findet er nicht die Ravage. Die Rampage. Ja, der Tidehunter findet nicht die Ravage. Die PA nicht die Rampage. Immer noch kein Tower Down, aber das hier sieht jetzt sehr nach dem T3 und nach den ersten Rex aus. So aufgepumpt wie die PA ist. GBD, ne, Bone Doctors heißen die. Naja, sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus. Und mit dem Exorcism glaube ich hier, dass zwei Lanes of Rex easy sind. AFK Report, please. Ja, das sieht sehr nach dem GG von Bone Doctors hier in den paar nächsten Sekunden aus. Und, mal schauen, ob sie noch einen Fight drin haben. Glaube ich nicht, aber naja. Einmal kann man sich ja noch reinwerfen. 4 Sekunden. Ravage auf einen Global Sinus ist draußen. Ein bisschen spät für die Ravage, aber Titan ist jetzt auf einmal in allen drin. Und zwar noch gesilenced. Immer noch gesilenced. Haben jetzt den Curse of the Sinus drauf. Schönes Oils. Aber ja, EA ist natürlich PA. Da, beim Sniper natürlich. Oh, was für Crits. Kann hier relativ easy wegkommen. Triple Multicast auf Nurgamagia. Easy Kill. Easy Kill und Phantom Assassin wird jetzt erstmal in den Fountain Diven gehen, wie das jetzt ist. GG, go next, boys. Easy Triple Kill. Ja, und 21,5 mit 200 Millionen Last Hits ist eindeutig. Eindeutig dafür. Oh, same Passwort 3D. Zum Glück ist es hier nicht live. Aber wunderbar, schönes gespielt. 3D Max haben mir gezeigt, dass sie durchaus bekanntes Team sind. Und hier in einer großen Liga mitspielen. UGC League Season 2 sind sie auf Platz 9. Und UGC ist eine große Liga. Lass euch das mal gesagt sein. Dementsprechend hier. Und haben gut drin gehalten, aber 3D Max hat im Endeffekt auf den richtigen Farm auf der richtigen Helden gehabt und das Ding durchgepusht. Na gut, Game 2, stay tuned, bis gleich.